Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Map-Vorstellung für Transportweaver 2. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Heute habe ich mal eine sehr große Karte für euch im Seitenverhältnis 1:2 und zwar vom User Fewin. Der hat für uns das Rhein-Main-Gebiet gebastelt und ihr seht schon, da sind richtig viele Städte drauf und wir gucken uns das Ganze jetzt mal so ein bisschen an. Ich gebe euch so einen kleinen Eindruck von der Karte und ja, wenn ihr die spielen wollt, wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß. Was auf den ersten Blick so ein bisschen auffällt, ich weiß nicht, ob das, also es wird in echt niemals so sein, hier ist ein bisschen leer. So ein paar Bäume hätten dem Ganzen vielleicht ganz gut getan hier unten. Aber nichtsdestotrotz, ja, fangen wir einfach mal hier an. Hier kommt der Rhein raus. Bingen. Ich lese jetzt nicht jede Stadt vor, das wäre für euch wahrscheinlich auch saulangweilig. Und dann geht es hier weiter Richtung Mainz. Ja. Wallerhof, Budenheim und dann kommen wir auch schon in Mainz an, Mainz-Kastell und dann geht der Rhein hier weiter nach Oppenheim und hier geht ja dann der Main Richtung Frankfurt, ist klar, Richtung Frankfurt, hier haben wir dann Frankfurt-Höchst, Eschborn, Bad Soden am Taunus, Frankfurt-Rödelheim, Heddernheim, hier ist dann Frankfurt am Main, Frankfurt-Niederrad, Offenbach, ne? Die Offenbacher mögen die Frankfurter ja sehr, sehr gerne. Ja, und dann zieht sich das hier durch. Hanau ist noch dabei, Großkrotzenburg. Es gibt so lustige Stadtnamen. Aber die beste Stadt auf der Karte, die zeige ich euch gleich. Also das ist echt lustig, was es echt für Stadtnamen gibt oder Dorfnamen. Dann kommen wir hier nach Aschaffenburg, das ist dann schon Bayern. Und dann hier haben wir dann Kleinwallstadt. Sulzbach haben wir hier auch noch. Ja, hier geht es nach Norden. Hier ist Norden. Und hier hinten war hier. Ich lasse das einfach mal so stehen. Mega genial. Also, und wo wohnst du? Ich komme aus Katzenellenbogen. Nein, veräppel mich nicht. Wo wohnst denn du? Ja, in Katzenellenbogen. Das glaubt dir doch kein Mensch. Ohne Witz, das glaubt dir doch kein Mensch. Einige Namen kenne ich auch von der Arbeit, weil, ja, hier unten das Gebiet, das ist von einem unserer Vertreter. Ja, der kümmert sich darum. Niederbrechen kenne ich zum Beispiel. Limburg an der Lahn. Ich komme ja selber auch aus Nordhessen. Die mögen sich auch sehr gerne, Nord- und Südhessen. Aber ist vielleicht auch einfach nur ein Klischee. Oder es ist so ein Fußballding. Ja, dann haben wir hier noch Schmitten. Hier auch wieder Niederreifen. Niederreifenberg. Lustig, lustig. Ja, als Orientierungshilfe hat er gesagt, hat er schon mal Autobahnen gebaut. Das sind wahrscheinlich die hier. Wir sind im Jahr 1850. Da liegen natürlich nur Feldwege. Die Karte ist übrigens im Steam Workshop erschienen, das hatte ich noch nicht gesagt. Link dazu ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr die Karte spielt, könnt ihr dem guten Fewin ja auch einen Daumen nach oben da lassen. Und dann geht es hier noch nach Wächtersbach, Bad Orb. Bad Orb kenne ich tatsächlich auch. Da war meine Schwester mal in Kur, die haben wir besucht. Da war ich also auch schon. Dann haben wir hier Bad Sohnsalmünster, Steinau an der Straße. Und dann hier Schlüchtern. Und wie gesagt, hier oben irgendwo ist dann Kassel. Aber schönes Teil. Hier kann man auf jeden Fall viel, viel S-Bahn-Verkehr fahren lassen. Gerade hier im Großraum Frankfurt ist das definitiv möglich. Hier haben wir Bad Vilbel. Dann haben wir hier, wo ist denn Friedberg? Genau. Da geht ja die S-Bahn hier ab Bad Vilbel, Kaben, Niederwölstadt, Friedberg. Und in ja, Bad Vilbel war ich auch mal 4 Wochen. Da habe ich so einen ja, Eignungstest gemacht für die Umschulung. Was soll das hier darstellen? Was ist das hier? Das ist ein Bach sein. Das ist ja eigentlich Flussgrund. Was soll das darstellen? Ist das die Landesgrenze? Ne, das kann ja auch nicht sein. Die geht ja nicht hier mitten durch Bad Vilbel durch. Was ist das, ein Bach? Soll wohl ein Bach darstellen.
Ja, hier haben wir ja dann den Taunus. Oder ist der hier? Nee. Hier müsste der Taunus sein, ne? Genau, Bad Orb liegt eigentlich im Taunus. Hier bei Heigenbrücken. Ah, guck mal. Das ist die Strecke, die wir in Transcendental 2 haben. Da geht es ja los in Aschaffenburg. Und dann fahren wir ja auch Laufach, Heigenbrücken. Und dann geht es hier hindurch. Sehr, sehr cool. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn ihr die Karte spielt. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen, einen Eindruck geben. Es ist jetzt nicht optisch die schönste Karte, aber bildet doch dieses Eckchen aus Deutschland ziemlich gut ab, wie ich finde. Zumindest hat er sich echt Mühe gegeben mit all den Ortschaften. Natürlich werden da ein paar Dörfchen noch fehlen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein großer Fleck hier einfach keine Dörfer hat. Aber alles in allem finde ich das schon gerade auch fürs wirtschaftliche... Mir fällt gerade was ein. Wenn auf der Karte vom Bodensee, wo momentan ja mein Spiel stattfindet in Transportfieber, was ich mit euch zusammen spiele, viele Städte waren, wie sieht denn die Map hier nach 84 Folgen aus? Das könnte man vielleicht auch mal testen. Ne? Also das wäre, glaube ich, ziemlich, ziemlich krass. Wenn wir hier... Also wenn das hier alles zusammengewachsen ist, dann haben wir natürlich wirklich Frankfurt. Aber sowas von. Naja, nein, das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Die nächste Karte wird dann wahrscheinlich eine etwas kleinere, damit wir noch länger eine gute Performance haben. Aber mal schauen, die Bodenseekarte läuft ja noch ziemlich gut. Und das wird auch noch ein ganzes Stückchen weitergespielt, da braucht ihr keine Angst haben. Schlangenbad. Und wo warst du heute? Ich war heute im Schlangenbad. Es gibt echt wirklich lustige Namen. Ich frage mich auch immer, wie irgendwann müssen ja so Orte gegründet werden, ne? Und wie kommt man auf Schlangenbad? Das würde mich, ja, brennend interessieren. Okay, wie gesagt, wenn es euch gefällt, viel Spaß damit und würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.